7 Erfahrungspunkte das Stück. Naja. Der Loot ist schon besser. Tränke sind immer gut, Schmuck umso besser. Gold läppert sich auch. So, und jetzt gehen wir geschlossen dem anderen Kobold hinterher. Nur für den Fall. Der ist irgendwo hierhin verschwunden. Ah, da ist er doch. Na komm, put, 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 put. Meine Klinge wird euch zurechtstutzen. Quiek, quiek. Na also. Und ja, gehen wir mal so ins Zentrum von dem Gebiet. Irgendwo müssen ja auch die Zelte mal anfangen. Also ein Jahrmarkt ist ja eigentlich recht groß. Ah, ich höre Musik. Ah. Ein Turnierplatz? Ah. Nur gibt es, glaube ich, leider keine Pferde hier in dem Spiel. Aber... Ja, ich weiß nicht, ob ihr es auch hören könnt, aber da ist wirklich Musik im Hintergrund. Das habe ich mir jetzt nicht so ausgedacht. Also ganz leicht. Ihr solltet den Schneider wechseln. Oh, ein leuchtender Typ. Lord Binky, der Spaßmacher. Binky, wie das Todespferd von Dingens? Terry Pratchett? Siehst mir nicht wie ein Pferd aus. Oh, wie ungeschickt ihr alle seid. Ich meine wirklich, das ist ein Karneval, kein Gladiatorenkampf. Okay. Ich heiße Gerogon, wie heißt ihr? Ego heißen Gerogon. Via heißt ihr? Okay, er verarscht uns. Macht ihr euch über mich lustig? Ja, macht er. Tut ihr mich verspottet? Fort mit euch, Bettler. Okay, ist ein Clown. Eine rote Nase hat er zwar nicht, aber dafür einen roten Hut und funkelnde Kleidung. Wird ein Clown sein. Ja, dann ruhen wir uns ein bisschen aus und haben Spaß. Gucken wir mal in die Zelte. Ihr seid ein Glückspilz, oder etwa nicht? Wenn oh, ihr rein Glücksspiel. Geht, seid ihr arm. Wenn ihr rauskommt, erinnert seid mich ihr an meine rein. Arbeit. Super. Ihr seid ein Glückspilz, wenn ihr rein geht, seid ihr arm. Wenn ihr rauskommt, tretet näher und versucht euer Glück am Glücksrad. Mit einem Einsatz von 1 könnt ihr 20 gewinnen. Und wie ist die Chance? Setzen wir mal 5 Goldmünzen. Wir haben verloren. Okay. Haben verloren. Haben verloren. 3-mal. 4-mal. 5-mal. 6-mal. 7-mal. 8-mal. Glücksspiel kann süchtig machen. 9-mal. 10-mal. Ihr seid ein Glückspilz, oder etwa nicht? Na, ihr seid ein Glückspilz, oder etwa nicht? Das wird wohl nichts. Wenn ihr reingeht, seid ihr arm. Wenn ihr rauskommt, das Spiel ist eine ganz einfache Art von Roulette. Ihr wählt eine Zahl und lasst es darauf ankommen. Mit einem Einsatz von 1 könnt ihr 36 gewinnen. Ja, okay, es gibt auch wesentlich mehr Stellen wahrscheinlich auf dem Roulette-Rad als an so einem Glücksrad. Nee, 1 zu 36, nicht wirklich. Trete bitte zur Seite, ich brauche diesen Platz für Leute, die spielen möchten. Versucht euer Glück mit Frau Timora. Wenn ihr reingeht, seid ihr arm. Sprecher wenn mit ihr rauskommt, Leuten, seid ihr euer Glück mit Frau Timora. Versucht euer Glück beim Knochenwerfen. Wenn ihr gewinnt, könnt ihr euren Einsatz verdoppeln. Na gut, das mache ich jetzt nur zum Test, ob man wirklich hier gewinnen kann. Weil bei dem anderen haben wir schon 10-mal verloren. Die Göttin des Glücks ist leider schlecht gelaunt. Ihr habt verloren. Okay. Wenn ihr reingeht, seid ihr arm. Wenn ihr rauskommt, 2-mal. Seid ihr reich. Oh, ihr habt gewonnen. Und eure Goldmünzen verdoppelt. Ich nehme jetzt die 2 Goldmünzen, die ihr gesetzt habt, und gebe euch 4 zurück. Die Gruppe hat Gold eingebüßt. 2. Ah, gewonnen 4. Toll. Versucht euer Glück mit Frau Timora. Das scheint hier alles ein Glücksspiel zu sein. Was mit ihm da? Bietest du auch was an oder bist du ein Kunde? Hey, ich bin nicht dick. Ich habe nur einen starken Knochenbau. Ja, das ist doch Cartman. I'm not fat, I'm big boned.
Ihr seht aus, als hättet ihr Spaß am Spiel. Versucht doch mal euer Glück am Rad. Ja, das ist nur eine vollbusige, die hier Leute bei der Stange halten soll. Na gut, genug Geld ausgegeben. Raus hier. Aber hier gibt es doch bestimmt auch was Interessanteres als einfach nur Glücksspiel. Weil Geld verlieren macht irgendwie nicht so viel Spaß. Lass uns alleine, oh. Ja? Hier ist nichts für dich. Ihr dort, bleibt zurück. Wenn einer von euch näher kommt, bringe ich sie um. Ich meine es ernst, zwingt mich nicht, es zu tun. Ich brauche nur das letzte Wort meines Zaubers zu sagen und sie stirbt. Oh. Worum geht es hier überhaupt? Sie ist eine Hexe. Sie wird ihre Zauber benutzen, um die Kinder dieser Stadt zu vergiften. Sie wird das Vieh abschlachten und sie wird die jungen Männer verführen, sie zu ihren Marionetten machen. Sie muss getötet werden. Das klingt ein bisschen so, als wenn ein Bauer einen Magier beschreiben würde. Und er scheint selber ein Magier zu sein. Das ist schon komisch. Wovon redet ihr? Warum hegt ihr Vorurteile gegenüber jemandem, der Magie benutzt? Ihr sagt selbst, ihr seid Magier. Schließlich wollt ihr sie mit eurem Zauberwort töten. Reißt euch zusammen, ihr Narr. Hört auf, die Frau zu bedrohen, Psychopath. Nehmen wir mal das zweite. Warum reden wir nicht wie anständige Leute darüber? Beruhigt euch einfach und ich bin sicher, wir werden eine vernünftige Lösung finden. Reden? Da gibt's nichts zu reden. Die Hexe wird sterben. Jetzt lasst mich in Frieden oder ich strecke euch auch nieder. Seid ihr so eine Art Heckenzauberer aus Inzucht? Ich glaube nicht, dass ihr irgendeinen Zauberer aussprechen könnt. Einen Zauber aussprechen könnt. Ja, das dritte ist gut. Kommt schon, wir können nicht zulassen, dass ihr eine wehrlose Frau tötet. Beruhigt euch einfach und lasst uns reden. Wehrlose Frau? Sie ist eine Hexe. Warum sagt sie eigentlich zwischendurch nichts? Ich meine, sie steht doch direkt daneben. Sie ist gefährlich und muss getötet werden. Geht weg von mir, bevor ich euch alle umbringe. Ja, nee. Egal, was sie gemacht hat, er scheint uns momentan ein bisschen gefährlicher zu sein. Das hier. Verzeiht, aber wir können nicht zulassen, dass ihr die Damen verletzt. Wir werden euch notfalls mit Gewalt wegschaffen müssen. Ich habe es euch gesagt, aber ihr wolltet ja nicht hören. Jetzt stirbt sie und dann stirbt ihr. Arashka, Arashaka, wie auch immer. Zauberwort halt. Und sie ist tot. Das ist ärgerlich. Oh, der ist sogar ein recht guter Magier, wenn er vier Dinge von sich beschwören kann. Na gut. Magischen Stab drauf, magisches Geschoss normal drauf und der Rest prügelt. Und schon ist Geschichte. Oh. Wir haben alle Schiss. Das ist schon mal nicht gut. Na komm. Hau, hau. Hau, hau. Ja, versuchen zu unterbrechen. Säurepfeil, na gut. 900 Erfahrungspunkte. Aber dass wir sie nicht retten können, ist schon... Hätte wohl besser laufen können. Aber was hätten wir anderes sagen können? Hätten wir ihn einfach angreifen sollen? Wir wussten nicht, ob sie wirklich eine Hexe ist oder nicht. Ja, Zaubersprüche, Gold. Sacken wir einfach mal alles ein. Das ist ein sehr komischer Jahrmarkt. Na komm, immerhin plünder du mal. Ein Buch. Die Geschichte, die. Die Geschichte, die was? Die Geschichte des Schattentals. Die fürstenlose Zeit. Oh, das Schattental ist das Gebiet, wo ein gewisser Magier lebt. Also wer die Bücher gelesen hat, wird wissen, was ich meine. So. Na. Also wir das Buch auch gleich wegschmeißen können. Och ja, Level Up. Schön, schön. Und 42 Lebenspunkte. So muss das sein. Und ein neuer Talentpunkt. Wo packen wir das mal rein? Bogen bin ich immer noch nicht so ein Fan von.
Äxte. Besser als Fernkampfwaffen oder Dolche. Ein Speer? Nee, ist zweihändig. Ah, ist okay so. So, dann mal raus hier. Und hoffen, dass uns keiner darauf anspricht, dass hier gerade so viel rumgeschrien wurde im Zelt. Nett, dich kennenzulernen, Freund. Na, was willst du? Sicher, sie haben einen schönen Karneval auf die Beine gestellt. Wenn nur mehr Leute hier wären, um ihn zu genießen. Welche Darbietung seht ihr am liebsten? Nee, fragen wir mal nach, wo die Menschen sind. Wo sind sie denn alle? Unten in den Minen oder tot? Meistens eine Kombination aus beidem. Entschuldigt, ihr seid hier, um den Karneval zu genießen. Lasst mich nicht dauern und meine traurigen Geschichten erzählen. Ja, die gehen davon aus, dass wir erst hierher kommen und dann in die Minen wahrscheinlich. Was nicht viel Sinn macht, weil man hört, dass die Minen in Gefahr sind und zwei wichtige NPCs einen dazu drängen, in die Minen zu gehen, dann geht man nicht unbedingt zuerst zum Karneval. Aber gut, sagen wir, ehrlich gesagt interessieren die Minen uns mehr als der Karneval. Wir würden gerne herausfinden, was da nicht stimmt, wenn wir können. Was ist richtig? Dort sind die Leute reihenweise gestorben. Aber wo können wir sonst Arbeit finden? Wir haben die Wahl. Tod durch Dämonen oder Tod am Esstisch? Hungertod ist übel. Hier in Nashkel ist es nicht unsere Art, unsere Familien verhungern zu lassen. Ich würde in die Garnison gehen, aber mit meinem kaputten Bein bin ich als Kämpfer nicht zu gebrauchen. Ich schiebe eben den Erzkahn, das ist alles. Das finde ich echt gut hier. Also nicht seine Geschichte jetzt natürlich, aber dass die Charaktere, auch so eine einfachen NPCs wie er hier, eine recht menschliche Geschichte haben. Also mit seinem Bein zum Beispiel, das ist ja alles ziemlich realistisch. In einem normalen Rollenspiel, also so einem moderneren Rollenspiel, gibt es so viele Hintergrundinformationen gar nicht. Na gut, beenden. Wir wollten ja eigentlich hier ein bisschen Spaß haben und die Minen sind ja inzwischen auch sicher. Also muss er sich keine Gedanken machen. Und noch ein Zelt. Mal gucken, was da jetzt drin los ist. Keine verrückten Magier? Nee, ein Typ in Schwarz. Gucken wir mal. Ah, ich erkenne einen anspruchsvollen Kunden sofort. Text. Ein Entdeckungsreisender auf der Suche nach Wundern und Wunderlichkeiten. Nun, auf das eine wie das andere bin ich gestoßen. Unglücklicherweise habe ich den dreifachen Preis für meine Eisenwaren bezahlt. Und nichts davon ist verkäuflich. Vielleicht zeigt ja die Garde mehr Interesse, wenn die alten Schwerter abgenutzt sind und die neuen wie die Zweiglein im Herbst in zwei brechen. Wie dem auch sei. Ihr seid hergekommen, um zu kaufen. Sind wir? Oh. Ja, scheint ein Händler zu sein, ne? Ist das dann versteinerter Beholder? Also Augentyrann? Okay. Macht sich bestimmt super im Wohnzimmer so ein Ding. So. Ihr seid hergekommen, um zu kaufen. Und ich habe etwas ganz Besonderes, nur für euch. Diese Tränke hier aus fernen Landen wohnen Zauberkräfte inne. Was haben Tränke so innen an sich? Ein Schluck vom violetten Elixier und ihr könnt es an Stärke selbst mit Titanen aufnehmen. Trinkt hier von der roten Mixtur und eure Gedanken werden von unendlicher Klarheit sein. Eure Weisheit, der des Elminster gleich, ist ein bekannter Magier. Als Entschädigung dafür, dass ihr hier nicht das erwartete reichhaltige Angebot vorfindet, sollt ihr sie besonders günstig zum Preis von 50 Goldmünzen das Stück erhalten. Kostet nur sogleich davon. Wenn die versprochene Wirkung ausbleibt, bekommt ihr euer Geld auf der Stelle wieder. Wollt ihr euch des violetten Trankes annehmen? Violett war... Stärke des Titanen. Titanenkräfte. Wenn es wirklich die Wirkung hat, die ihr beschreibt, will ich es haben. Obwohl er ziemlich viel geredet hat. Und wenn Händler ziemlich viel reden, dann wollen sie ihn über den Tisch ziehen. Aber mit Händlern haben wir als Charakter noch nicht ganz so viel Erfahrung gehabt. Deswegen wollen wir es haben. Ihr nehmt an, soll das wahrscheinlich heißen, dass ihr euch bereits um vieles stärker fühlt. Ja, ihr spürt kaum mehr die Last auf euren Schultern. Wollt ihr mir zum Zeichen eurer Zufriedenheit auch den roten Trank abnehmen? Na gut, wir haben ja auch eine Magierin, also... Euer erster Zaubertrank scheint zu funktionieren. Bitte gebt mir auch den zweiten.
Aura gereinigt. Inventar voll. Okay. Eure Augen weiten sich, sie erstrahlen vom Lichte der Weisheit. Geht nun eures Weges. Ich will mich der Gewissheit erfreuen, euch bei euren zukünftigen großen Taten behilflich gewesen zu sein. Diese Genugtuung wird mir über das erlittene Verlustgeschäft hinweghelfen. Hinaus jetzt, ihr alle. Das ist auch schon mal ein bisschen komisch, dass ein Händler uns gleich rausschmeißen will. Wahrscheinlich will er einfach nur nicht, dass wir herausfinden, dass die Tränke in Schala Homburg sind. Na gut, hinaus jetzt, ihr alle. Ihr habt mich um den letzten Heller gebracht. Ich kann mir heute keine gute Tat mehr leisten. Ja, nee, ist klar. Gucken wir uns die Tränke doch mal an. Das war einmal der hier. Und der da. Ja, roter Trank. Intelligent auf 25 eingestellt. Weisheit auf 3, Stärke auf 3. Auweia. 50%ige Widerstandskraft gegen jede Art von Schaden durch Magie. Oh, das ist wiederum praktisch. Nur Weisheit bringt auch Magieresistenz, also negiert sich das fast. Na gut, was haben wir hier? Violetter Trank. Stärke auf 25, dafür Geschicklichkeit und Konstitution auf 3. Das heißt, wir verlieren richtig viele Lebenspunkte. Je nachdem, wie hoch im Level wir halt sind. Und wir werden richtig gleich getroffen. Ja, also wir wurden über den Tisch gezogen. Können wir ihn darauf ansprechen? Kein Geld zurück bei einer einmal gekauften Ware. Tut mir leid. Ja, typischer Händler. Super, Sonne.